Wir haben einen Erfolg. Oh, so viel. Gut befleckt. Gebiet freigeschaltet. Oh mein Gott. Neue Quest. Okay, wir sollen es nicht verlassen. Also rennen wir einfach mal vorwärts, denke ich. Ich hoffe, es ist die richtige Richtung. Da läuft Duncan. Wir überholen ihn einfach mal. Weil wir viel mehr sind, viel fitter. Oh, oh, das ist aber eingebrochen hier. Wesen Hallo. Mit einem. Ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Und wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Es ist schon deprimierend, dass mir das wesentlich besser gelingt als ganz coole Kampfsituationen. Ah, hier sind überall Kreuze. Und da ist auch ein Ausrufezeichen. Dann holen wir uns doch gleich mal die Quest. Ah, da steht er. Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Erstens, wo liegt das Problem? Zweitens, warum sollte ich euch helfen? Drittens, ich verstehe überhaupt nichts von Hunden. Also ich mag keine Hunde. Aber wir nehmen erstens. Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Erstens, ich werde es versuchen. Zweitens, wieso denkt ihr, ihr könntet ihm den Maulkorb anlegen? Drittens, wie klug ist dieser Hund genau? Viertens, nein, ich bin nicht interessiert, ich sollte gehen. Nehmen erstens, wollen wir doch helfen. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Sie werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf und legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Erstens, dem Hund den Maulkorb anlegen. Zweitens, den Hund erschlagen. Drittens, weggehen. Wir nehmen erstens. Der Mabari knutscht, gut wach, gemacht. Aber er begreift. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Toll. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Erstens, möglicherweise. Wieso? Zweitens, ich bin nur wegen der Schlacht hier. Wir nehmen erstens. Ups. Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Erstens, ich werde versuchen, eine zu finden. Zweitens, denkt ihr, ich hätte nichts Besseres zu tun? Drittens, warum holt ihr sie nicht selbst? Viertens, kann der Hund auch ohne sie gesund werden? Fünftens, wo in der Wildnis kann ich diese Blume finden? Sechstens, ich kann euch nicht helfen. Wir nehmen erstens. Gut, in der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Okay, dann laufen wir mal weiter und suchen den reizenden Alistair, der wohl für uns das nächste bereithalten sollte. Uns hier nochmal umgucken. Kann ich hier vielleicht Diener? Ich würde gerne mal handeln. Oh, der hat da ist Alistair. So. Was ist denn? Haben die Grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den Grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg.
nach. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Also Humor hat er ja. Erstens, wie bitte? Zweitens, ihr seid ein sehr seltsamer Mensch. Drittens, ich weiß nicht genau, was ihr meint. Viertens, es ist furchtbar, so etwas zu sagen. Wir nehmen zweitens. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Erstens, wir kennen uns nicht. Ihr müsst Alistair sein. Zweitens, ich bin tatsächlich eine Magierin. Drittens, würde euch das den Tag ruinieren? Wohl kaum. Ich weiß nur gerne immer, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in eine Kröte verwandelt werde. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neue Rekrutin vom Zirkel der Magie. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Erstens, und ihr müsst Alistair sein. Zweitens, wie habt ihr mich erkannt? Drittens, schon in Ordnung, ich bin nicht beleidigt. Viertens, wenn ihr ein Problem mit meiner Magie habt, sagt es gleich. Zweitens. Duncan hat euch angekündigt und sprach sehr wohlwollend von euch. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Alistair, der neue graue Wächter, aber das wusstet ihr sicher schon. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Erstens, bringen wir es hinter uns. Zweitens, sehr erfreut, mein Name ist Tiada. Drittens, kann ich mich nicht alleine vorbereiten? Viertens, was könnt ihr mir über den Beitritt erzählen? Ich sag zweitens. Richtig, das war der Name. Wisst ihr, mir fällt gerade auf, dass es bei den Grauen Wächtern immer nur sehr wenig Frauen gab. Woran das wohl liegt? Erstens, ihr hättet gern mehr Frauen bei den Wächtern, oder? Zweitens, vermutlich sind wir zu klug für euch. Drittens, ich weiß mich meiner Haut besser zu wehren als die meisten anderen. Viertens, könnt ihr aufhören, mich als Frau zu sehen? Ich nehme erstens. Wäre das so schrecklich? Ich bin doch kein sabbernder Lüstling oder so. Seht mich bitte nicht so an. Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Erstens, und ihr? Zweitens, nein, bisher nicht. Wir halten uns ein bisschen im Verborgenen. Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Ich freue mich nicht gerade auf das nächste Zusammentreffen. Wie auch immer. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Erstens, gehen wir. Zweitens, der Streit gerade eben. Worum ging es da? Drittens, ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Viertens, was ist mit den anderen Rekruten? Fünftens, ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Nehmen wir fünftens. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. So eine Zicke. Da ist man mal lieb und ist man mal nett. Oh. Ja. Nein. Ja. Boah. Wenn du deine Gruppenmitglieder nicht selbst steuerst, agieren sie entsprechend. Ja. Öffne nun dein Taktikbildschirm. Ja. Ja, was soll ich denn machen? Verteidiger? Aber ich will ihn nicht als Verteidiger. Ich möchte ihn als... Doch, nehmen wir ihn als Verteidiger. Ach, naja. Mein Gott. Hier. Also taktisch bin ich eine absolute Niete. Werde das auch eher mit pausieren und gucken, was passiert machen. Wobei natürlich... Oh, sorry. Das ist mein... Ich möchte gerne springen und klicke dabei auf Pause verhalten. Ich werde das versuchen mit Pausieren zu regeln. Was natürlich mir ein wenig die Spieldynamik nimmt, sodass ich hoffentlich bald auch dort unbefangener reden kann. Und das nicht so ewig hinzieht wie am Anfang. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen?
Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Es tut mir leid, Duncan. Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist Sir Jory, ein Ritter aus Radcliffe. Wie geht es euch? Und das hier ist Davith, ein Bursche aus Denerim. Wie bezaubernd, Herrin. Und das hier ist natürlich die Rekrutin, die Duncan uns angekündigt hat. Erstens können wir weitermachen. Zweitens, ich bin Tiada. Schön, euch zu treffen. Drittens, das bin ich, die Neue. In dem Zweitens. Nun denn. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten. Erstens, und was ist die zweite Aufgabe? Zweitens, wofür brauchen wir das Blut der dunklen Brut? Drittens, wir sollen in der Wildnis gehen. Ist das nicht gefährlich? Viertens, ihr hättet euch das Blut doch inzwischen bestimmt selbst besorgen können. Fünftens, endlich bekommen wir etwas zu tun. Wir nehmen erstens. Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Erstens, wir sollen das Archiv und drei Flächen mit Blut suchen. Verstanden. Zweitens, was sind das für Schriftrollen? Drittens, und wenn sie nicht mehr da sind? Viertens, ist das auch Teil unseres Beitritts? Fünftens, wie finden wir dieses Archiv? Nehmen erstens. Die Schriftrollen enthalten Verträge, in denen uns Unterstützung zugesichert wird. Bei dem, was uns bevorsteht, könnten diese Verträge hilfreich sein. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Ja. Wir haben jetzt ein paar fesche Jungs, die hoffentlich... Bruder, Elf, wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taryn Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Oh, wie Lausburschen denn wir hier behandelt, das ist doch eine Frechheit. Ja, ich speichere mal eben zwischen, unter Miezenaufnahme 2, haha. Dazu muss gesagt werden, ich bin so ein kleiner Speicherjunkie, hier immer wenn's... Grüße, ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen. Aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Okay. Dann geht das also los. Unsere erste große Mission. Wir müssen Blut finden. Wir müssen Schriftrollen finden. Und... ja, das versuchen wir doch dann gleich mal. Da ist ein Wolf. Den attackieren wir mal. Na, ach Mensch. Na gut, die werden schon irgendwas machen. Hör auf zu kämpfen und ergib dich in einen Sektor, verdammt! Wie ihr wünscht. Ja. Wir hören, wir haben den großen bösen Wolf besiegt. Jetzt kommen noch mehr Wölfe. Und wir machen auch gleich unser tolles Feuer hinterher. Aber eigentlich müssen wir ja kaum was machen, außer ab und an mal unsere Jungs ein bisschen vielleicht halten. Das ist ganz cool. Wir heilen. Unser Helden. Oh, das wollte ich sagen. Wir wollen noch nicht unsere Helden. So. Dann machen wir noch mal ein bisschen Feuer. Und wir leben. Ja, na, das ist doch super. Wird erledigt.
Wir nehmen ein bisschen Wolfsfell mit. Das können wir vielleicht das irgendwo kein verkaufen. Sein. Weil alles, was glitzert, muss mit. Yay. Gut, fangen wir an. So. Oh, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Oh, hier sind überall Leichen. Irks. Hier rüber!